Gegen 10.30 Uhr gestern Abend fand ein Raubüberfall auf einen 7-Eleven-Laden in Cambridge statt. Danach wurde ein Polizeibeamter des MIT auf dem Campus erschossen. Dann wurde auch ein Auto gestohlen in Cambridge, und zwar ein Mercedes-Geländewagen. Dieser Wagen wurde dann hier in Watertown gefunden und die Polizei von Watertown hat dann die Verfolgung aufgenommen. Die Verfolgungsjagd ging in eines der angrenzenden Wohngebiete. Es gab zu einem Schusswechsel zwischen der Polizei und den zwei Verdächtigen in diesem Geländewagen. Während der Verfolgungsjagd wurden mehrere Sprengsätze aus dem Auto auf die Polizisten geworfen. Bei dem Schusswechsel gehen wir dann davon aus, dass einer der Verdächtigen getroffen wurde und letztlich in Gewahrsam genommen wurde. Der zweite Verdächtige konnte fliehen und im Augenblick wird aktiv nach ihm gesucht. Ein Beamter der Bostoner Polizei wurde während dieses Schusswechsels getroffen, ist im Augenblick im Krankenhaus und befindet sich in einem kritischen Zustand. Die Verfolgungsjagd wird aufgenommen von der Polizei von Boston, vom Staat der Massachusetts und von der Polizei hier in Watertown und weiteren Polizeikräften. Das Wichtigste, was wir Ihnen sagen möchten, ist, dass wir jetzt uns erstmal um die Sicherheit der Menschen in diesem Gebiet kümmern. Wir bitten alle, zu Hause zu bleiben, nicht nach draußen zu gehen. Wenn Sie etwas Verdächtiges sehen oder einen Verdächtigen, wenn das kein Polizist ist, rufen Sie sofort den Notruf 911 an. Und wir wollen auch die Autofahrer warnen, dass sie nicht anhalten sollten hier oder irgendjemanden in ihr Auto lassen sollten. Wir suchen jetzt nach einem Verdächtigen, der der Beschreibung des Verdächtigen Nummer 2 entspricht, derjenige mit der weißen Kappe, der beteiligt war am Bombenanschlag auf den Marathon in Boston. Wir haben ein Video und auch ein Foto von diesem 7-Eleven-Laden aus Cambridge. Er trägt ein graues Sweatshirt, er ist hellhäutig, hat längere, braune, lockige Haare. Sie haben das Bild gesehen. Diesen Mann suchen wir. Ja, Christoph Röckerath in Boston. Das war ja schon ein dramatischer Aufruf eben dieses Polizeichefs. Immerhin, in Boston ist es jetzt kurz nach 5.30 Uhr, also spätestens in einer halben Stunde würde der morgendliche Berufsverkehr beginnen. Soll er aber nicht. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Was konnten Sie noch in Erfahrung bringen? Ja, zumindest soll er natürlich in Watertown, diesem Fort, in Ruhen bleiben, der Berufsverkehr bis auf Weiteres. Und einige Bewohner sind aber wohl auch schon mit Bussen weggebracht worden, wurde gemeldet, dass also einige Straßenzüge offenbar komplett evakuiert werden. Heißt es zumindest nach unbestätigten Meldungen. Wir sehen auch gerade jetzt wieder im Lokalfernsehen Bildern von Häuserzeilen, die komplett ausgeleuchtet werden, möglich. Ich nehme an, weil man da eben den Attentäter vermutet. Ansonsten scheint jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt zu sein. Nicht nur, wie wir es ja gehört haben, ermittlungstechnisch. Der Fall steht ja unmittelbar vor der Aufklärung. Sondern auch bezogen darauf, was man so an Details erfährt über die mutmaßlichen Attentäter. Einer ist ja tot. Da gibt es zurzeit widersprüchliche Informationen, wie denn der eine, der mit der schwarzen Mütze gestorben sein soll. Einige sagen, er ist erschossen worden. Andere wollen ihn noch lebend gesehen haben bei der Festnahme. Ich kann dazu nichts Unabhängiges sagen. Aber es wird erzählt, es wird gesagt von der Polizei, dass er wohl einen Sprengkörper um den Bauch herum getragen oder vor der Brust gehabt haben soll. Also wohl keine Weste oder so, aber zumindest soll er eine seiner selbstgebauten Bomben bei sich gehabt haben. Da, und da spekuliere ich jetzt, hat entweder die Polizei ihn wahrscheinlich erschossen, denn sowieso versteht die Polizei hier wenig, hat hier wenig Verständnis für brave Festnahmen, wenn man einen eigenen Mann bereits verloren hat. Oder aber, und das sagte im Krankenhaus eine Quelle, er ist durch eigene Bombensplitter ums Leben gekommen, also als ob der eigene Sprengsatz hochgegangen worden wäre. Das ist ein Detail. Das andere Detail ist, dass die beiden Verdächtigen wohl schon aus dem Ausland kommen, erst ein Jahr in Amerika waren, das wohl legal. Woher weiß man noch nicht, aber das würde tatsächlich dafür sprechen, dass es doch einen internationalen Hintergrund dieser Tat gibt. Ein Thema, was die letzten Tage ja gar nicht mehr zur Sprache gekommen war. Und um diesen Hergang in der Nacht noch einmal zu rekonstruieren, die wurden ja quasi wieder auf frischer Tat ertappt, bei einem Einbruch oder sowas.
Ich habe es jetzt, glaube ich, nicht ganz verstanden, weil es hier wahnsinnig laut ist, aber ich glaube, Sie haben nach dem Hergang gefragt. Der Hergang war nach jetzigen Erkenntnissen wohl so, dass die beiden in einem Supermarkt waren, einem der 24-Stunden-Supermärkte, einem kleinen, einem sogenannten 7-Eleven. Und dort muss irgendwas vorgefallen sein. Jetzt kann ich nur spekulieren, manche vermuten, dass sie vielleicht erkannt wurden. Auf jeden Fall kam eine Polizeistreife und dieser Polizist ist wohl sehr schnell angegriffen worden von den beiden und durch einen Kopfschuss ums Leben gekommen. Und so begann dann die Verfolgungsjagd. Die beiden haben ein Auto dann entführt, angeblich einen Mercedes gestoppt, sind da eingestiegen und haben sich auf den Weg Richtung Watertown gemacht. Und dann soll wohl die Polizei bereits die Verfolgung aufgenommen haben. Und dort sollen die beiden dann, es ist alles konjunktiv, weil das sind die Meldungen, die nicht bestätigt worden bis jetzt von der Polizei, aber die relativ plausibel klingen, dann sollen die beiden während der Fahrt einige ihrer selbstgebauten Sprengkörper hinausgeworfen haben. Das wird dadurch ein bisschen unterstützt, dass wir jetzt hier nach wie vor Live-Bilder sehen von Robotern, die Bomben entschärfen, also die auf der Straße versuchen, sich Gegenständen anzunähern. Und dann sind sie eben in Watertown gelandet und da ging dann diese wilde Schießerei los mit Explosionen, mit Verfolgungsjagd, mit Schüssen. Und so kam es dann eben zu der Festnahme, zu dem Tod des einen und der andere ist weiterhin auf der Flucht. Wie organisiert die Polizei das jetzt? Wird der ganze Bezirk dort großräumig abgesperrt? Die Leute sollen ja noch nicht mal mehr auf die Straße gehen, sagte der Polizeichef. Ja, der Polizeisprecher, wir haben es, glaube ich, gerade auch gehört, ich konnte es nicht ganz verstehen, hatte auch gesagt, dass passen Sie auf, liebe Bürger, diese Menschen sind gekommen in unser Land, um uns zu töten, das sind Terroristen, bleiben Sie zu Hause. Das zeigt, wie martialisch hier die Atmosphäre ist und wie wütend auch die Polizei anscheinend auf diese beiden mutmaßlichen Täter ist. Die Polizei ist in der Tat sehr gut organisiert gewesen in den letzten Tagen. Hier, man hat gemerkt, dass sie aus den Fehlern des 11. September, wo sehr viele Behörden unabhängig voneinander gearbeitet haben, dass sie aus diesen Fehlern gelernt haben, mit einer Stimme gesprochen haben. Und wir konnten das hier auch hautnah erleben. Wir stehen ja hier direkt am Ende der Marathonstrecke, also hinter uns hier etwas weiter weg sind die Bomben hochgegangen und bis heute Nacht, standen hier die Bombenwagen des FBI noch, standen die Einsatzfahrzeuge der ATF, der Behörde für Sprengstoff und die Polizei, die FBI-Wagen standen hier und die sind alle fast auf Kommando, fast gleichzeitig hier mit einem Riesengetöse, einem großen Lärm und ganz viel Blaulicht mit einer irren Geschwindigkeit aufgebrochen Richtung Watertown. Das zeigt, dass sie sehr konzertiert reagiert und gehandelt haben. Christoph Röckerath, vielen Dank für den Augenblick. Und wenn Sie etwas Neues beobachten, dann werden wir es sicher sofort erfahren. Vielen Dank nach Boston.